Er hat in der abgelaufenen Weltcup-Skisprungsaison wieder mal alles überflügelt, was man nur so überflügeln kann, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Darüber und natürlich über seine Kapitäne und Anführungszeichen, die ausgebrochen. Ich freue mich sehr, dass er Zeit für uns findet und dass er uns via Skype zugeschaltet ist. Ich begrüße ihn sehr herzlich hier im immer noch sehr kargen Krone-TV-Studio. Servus, Stefan Kraft. Hallo Michael, servus. Begrüße dich. Das ist dein Wohnzimmer, aus dem du uns da zugeschaltet bist, oder wo genau erreichen wir dich? Wohnzimmer. Ja, sehr gemütlich aus. Also es ist auszuhalten offenbar, nicht? Ja, es ist schon fein, wenn man ein schönes Zuhause. Ich bin ja sehr selten daheim sonst und von dem wohne jetzt in der Wohnung seit 2 Jahren. Also jetzt kann ich es das erste Mal so richtig genießen. Ja, einmal habe auch zum Glück eine kleine Terrassen mit 50 Quadratmeter. Wenn man ein bisschen rausgekommen ist, natürlich schon fein. Ja, das glaube ich schon, dass es dort auszuhalten ist. Ich mag ganz gern mit der Causa Prima in der Springer-Nation sozusagen beginnen. Andreas Felder ist nämlich seit kurzem nicht mehr offiziell Cheftrainer. Das hat auch findige Journalisten durchaus ein bisschen überrascht, als diese Meldung gekommen ist. Ab wann habt ihr Springer davon gewusst? Dann haben wir gewusst, boah, oben haben wir noch nichts gewusst in Norwegen. Dann haben wir schon gehört, dass eben die Trainer sich zusammensetzen, dass es Analysen wieder gibt, wie jedes Jahr halt, und dass Veränderungen möglich sind, aber wir haben nichts Konkretes gewusst. Und dann ist schon schnell mal klar geworden oder haben halt schon zu Ohren gekriegt, dass eben der Andi doch mit seiner familiären Situation, doch ein kleines Kind daheim jetzt und das wahrscheinlich auch ein bisschen aufwachsen sehen will. Das ist doch sehr anstrengend war, die 2 Jahre. Natürlich als Cheftrainer ist man schon sehr viel unterwegs und sehr viel eingespannt und ja, wollten es, glaube ich, einen Wechsel vollziehen. Andi Widhölzl ist also sein Nachfolger und der neue starke Mann unter Anführungszeichen. Von ihm erwartest du dir was oder in welche Richtung wird es und kann es mit ihm gehen? Ja, ich freue mich sehr drauf. Also es ist jetzt doch dann mal mittlerweile dritter Trainer jetzt im Weltcup-Team, nach vierter Pointen Alex, Kurt in Heinz, dann jetzt der Andi, jetzt das wieder und das wieder war schon immer dabei. Der war beim Pointex schon Co-Trainer, beim Kurt in Heinz war er Co-Trainer. Da haben wir schon sehr erfolgreich zusammengearbeitet und von dem her bin ich sehr begeistert darüber, dass der Andi geworden ist, das wieder. Ist ein cooler Typ, kennt sich mit dem Material super aus. Sprungtechnisch kennt er sich gut aus. Ich glaube, man kann über alles reden mit ihm, kann sofort mit ihm zu ihm kommen, mit allem. Spaß ist auch mit ihm. Also, ich glaube, es ist eine gute Mischung. Ein bisschen haben wir eingangs schon über deinen momentanen Alltag geplaudert. Wenn ich dir jetzt ein bisschen nahe treten darf, gibt es nach meinem Dafürhalten, zumindest laut deinem Instagram-Account, zwei Indizien dafür, dass momentan doch ein bisschen was anders ist als sonst. Das ist zum einen der Bartwuchs und zum zweiten, dass dir, wenn ich das so formulieren darf, der Friseur ein bisschen nachrennt offenbar. Die Haare sind relativ lang dieser Tage, oder? Es geht nur. Also ja, Rasur haben wir gedacht, jetzt schauen wir mal, was nach 3, 4 Wochen so passiert. Jetzt sind wir bei 2,5 Wochen. Ja, ein bisschen lächerlich ist er schon. Ich habe da schon noch was zum da, weil ich habe ja noch eine Woche Zeit. Wir sehen ja nicht viel im Moment, außer jetzt halt oder wenn ich ein Interview habe. Ja, Friseur, na war eh, es ist doch schon 2 Monate her, aber der hat Gott sei Dank so viel weggeschnitten, damals mehr, wie ich wollte, jetzt ist es noch in Ordnung. Okay, wie zufrieden bist du mit dem Bartwuchs, beziehungsweise wann wird der Rasierer ausgepackt? Boah, wenn die Freundin schimpft, wenn es nicht Okay. wahr seid. Also, noch ist sie tolerant, noch kann sie Ah, leben. passt schon. Sie sagt, schaut eh männlich aus. Ja, absolut. Also, wenn ich das so als anerkannter Styling-Journalist deponieren darf, 1A. Also, Passt. du kannst das gerne so stehen lassen. Sprechen wir ein bisschen über das Sportliche. Du hast ja, wie gesagt, wieder mal alles in Grund und Boden geflogen diese Saison. Und das muss man dazu sagen, obwohl es am Anfang, speziell im Herbst, durchaus ein bisschen Schwierigkeiten, was den Start angeht, gegeben hat, nicht? Ja, das stimmt. Also, wenn man das im Herbst gesagt hätte, hätte ich das nicht geglaubt. Das war schon eine harte Zeit wieder. Eigentlich einen sehr guten Sommer gehabt und die Vorbereitung war tipptopp. Ich habe unheimlich viel Spaß gehabt, bin extrem gut gesprungen im Sommer, war auf einem sehr guten Weg. Aber dann im Herbst ist man doch wieder, ja, da kommen immer sehr viele Termine zusammen. Springerisch ist immer schwieriger geworden, sehr wenig Urlaub gemacht dann im Sommer. Das ist recht. Zack auf Zack gegangen mit Sommer Grand Prix Trainingskurse, Ding. Und das ist mir dann im Herbst wieder ein bisschen auf die Decken gefallen. Aber dafür
habe ich dann so richtig nochmal den Turnaround geschafft, doch nochmal Bindung umgestiegen, nochmal sehr viel verändert und das waren Gott sei Dank alles richtige, gute Maßnahmen, dass dann ja der Start dann eigentlich doch auch mein bester war in meiner Karriere bis jetzt. Also der Weltcup-Start dann war auch echt vor Weihnachten, ich habe in Engelberg schon mal das gelbe Trikot angehabt. Das hat es davor auch noch nie gegeben. Die Tournee war leider halt das Einzige, was ein bisschen nicht so aufgegangen ist. War jetzt auch nicht ganz schlecht, aber ein bisschen krank war, nicht ganz auf der Höhe gewesen, nicht ganz das Selbstvertrauen dann gehabt. Und es war das Einzige, was nicht ganz optimal war, aber sonst war es eine Megasaison. Ist diese Megasaison eben in zweimal Kristall, einmal für den Springer-Weltcup, einmal für den Skiflug-Weltcup und das nach einer abgebrochenen Saison. Du bist also vorzeitig gekürt worden, das hast du natürlich gesagt, lieber wäre es mal andersrum gewesen, wenn das alles zu einem regulären Ende gefunden hätte. Du hast jetzt in ein, zwei Interviews gemeint, gefeiert ist gerade beim Rückflug trotzdem ordentlich geworden. Näher bist du da allerdings noch nicht ins Detail gegangen. Da muss ich jetzt investigativ-journalistisch schon ein bisschen nachstochern. Was ist alles passiert bei diesem Rückflug? Ja, normal war letzten Samstag, hätte es einen Abschluss-Skitag in Großaal gemacht. Das ist immer ein Riesengaudi mit ein bisschen Après-Ski und Ding. Aber ja, das fällt jetzt natürlich ein paar Sachen flach. Gestern war Leonidas-Gala gewesen, war sicher auch immer was Cooles. Es ist immer ein schöner Abend, eine schöne Gala. Ja, aber sicher, es war dann doch eine spontane Feier, wie es gesagt hat, das ist aus. Ja, haben wir halt gleich mal im Gang mal angestoßen. Bei den ersten Interviews, ja, haben meine Teamkollegen eh schon alle um den Hals gefallen und war dann eher eine spontane Zimmergangparty mal beim Zusammenpacken. Und dann im Bus ist es halt auch, also so eine coole Busfahrt und zum Flughafen und den ersten Flug, der Charterflug, was wir gehabt haben, von Trondheim nach Oslo, also da ist schon aufgegangen. Also waren die Slowenen noch drin und jeder war halt so in doch Stimmung, ja, jetzt ist es aus. Nutzt eh nichts, hätte man es alle anders vorgestellt, aber dann hat der Michi, Heiberg Michi mit der Box in der Hand, ja, gescheite Stimmung gemacht, gute Musik auch nicht da. Und die Stewardess, glaube ich, war dann auch froh, wie der Flug vorbei war. Die haben ein bisschen angefeiert bei ihren Übungen, sage ich schon, bei ihren Instruktionen, was sie macht, Schnalle zu oder keine Ahnung, die Schwimmwesten aufblasen und ist ja halt immer sehr gut bejubelt worden von uns. Bitte, da kann nichts schief gehen wahrscheinlich. Wenn es zufällig noch irgendwo Videoschnipsel von dieser Feier gibt, wir finden definitiv auf unserer Homepage Verwendung dafür. Ich will nur gesagt haben, wenn du die uns irgendwie anbietest. Ja, mal schauen. Der Michi hat einiges mitgefilmt. Ich war ja beim Mitsinger. Okay, also vielleicht können wir da über diese Videoschnipselverwendung nach der offiziellen Interviewaufzeichnung noch ein bisschen plaudern. Wie sehr sind denn jetzt eigentlich deine Urlaubspläne durcheinander gebracht worden? Wo würdest du dich jetzt planmäßig aufhalten? Ja, jetzt eh noch da. Also jetzt war halt noch der Plan, Skitouren gehen. Das ist schon was ich immer sehr gern tue, den Winter noch ein bisschen genießen, solange noch Schnee ist. Es war jetzt ein richtig traumhaftes Wetter und auch auf den Bergen noch viel Schnee. Das tut mir schon ein bisschen weh, aber mei, ist halt heuer mal nicht. Jetzt gehe ich halt ja, laufen oder so, das mache ich schon noch. Und ja, mal anderes Training machen. Sicher, die ganzen Termine fallen weg. Das ist auch, irgendwie finde ich es doch einmal entspannt da. Ich kann einfach einmal daheim sein, die Zeit genießen. Und ungezwungen mit Krone TV plaudern, nicht? Bitte? Und ungezwungen mit Krone TV plaudern. Ja, genau. Ganz ungezwungen und von dem her. Nein, es ist irgendwie schon schade natürlich, dass das Ganze in die Hosen fällt, weil es ja doch wieder ein bisschen was zum Feiern oder da zum Hingehen gewesen war. Aber es ist so einmal nicht schlecht, ein bisschen overcammer, das also mal ein bisschen entschleunigen, tut mir einmal nicht gut. Es war wieder sehr anstrengend, sehr intensiver Winter mit sehr viel Reiserei. Aber ja, Urlaub ist natürlich nicht möglich. Wir waren nach New York und in die Karibik geflogen am 13. April. Und ja, so ist halt Urlaub zu Hause. Und der schaut konkret wie aus? Wie sieht dein Tagesablauf aus, ein durchschnittlicher? Schlafen da im Moment sehr viel, also auf 10 Stunden, glaube ich, komme ich fast immer mal gut alles nachholen und nachher backen da ja ein paar Mal was. Also ich bin auch schon ein Hobbykoch ein bisschen. Heute habe ich gerade Bärlauchpesto gemacht, ein frisches. Also schaut auch. Bitte, das wollen wir sehen. Schön giftgrün aus. Das ist jetzt aber fast ein bisschen gemein, muss ich sagen. Du führst den Journalisten an der Nase herum, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und nachher so ein bisschen was, zu denen ich sonst nicht komme. Ja, Bärlauchbrocken gewesen und Bärlauchpesto machen, ein Brot backen, einmal gute Rezepte überlegen.
trotzdem auch ohne Sport hört es dann doch nicht gut aus. Hin und wieder Yoga-Einheit mache ich, das taugt mir irgendwie gerade ganz gut. Und sonst halt einen Home-Trainer habe ich da hinten stehen, wie man sieht. Ja. Also der ist auch in Verwendung. Also ich muss mich schon fit halten, sonst wäre ich ungut daheim. Sonst hätte mich meine Freundin schon lange ausgekaut. Das wird unrasiert und dann vielleicht noch ungehalten. Nein, das war ja, nein, das ist gar nicht viel. Um Gottes Willen. Jetzt sind wir ja nicht nur, was das Sportliche angeht, sondern natürlich gesamtgesellschaftlich gesehen in durchaus prekären Zeiten, logischerweise dieser Tage. Wie sehr stimmen dich diese Zeiten auch ein bisschen nachdenklich? Weil man kennt den Stefan Kraft und du stellst es ja jetzt wieder eindrucksvoll unter Beweis in der Öffentlichkeit eigentlich nur gut gelaunt. Machen dich solche Ereignisse dann doch ein bisschen oder verleiten sie dich dazu, auch ein bisschen vielleicht sentimental oder nachdenklich zu werden? Auf jeden Fall. Ich muss in erster Linie, es ist einmal, ich wäre Glück, ich hätte ja gerade frei, wir hätten gerade Pause, wir Skispringer, wir Wintersportler sind gerade in einer, ich hätte sowieso einen Monat Pause gehabt und von dem her trifft es mich sehr wenig. Aber trotzdem, wenn man sieht, ich habe doch Freunde, wo die Väter einen Betrieb haben, das ist sehr schwer dann, ja, mein Friseur zum Beispiel. Und das ist dann schon sehr schwierig, ja, das geht einem dann schon zu Herzen und das nimmt man sich dann schon, stimmt dann schon sehr nachdenklich, was da ist passiert. Und meine Freundin arbeitet, ist Krankenschwester, also das ist, was die gerade leistet, ist auch Wahnsinn, da kann man nur stolz sein und wie es da zugeht und ja, also es passiert schon sehr viel, macht dann nachdenklich. Aber ich finde trotzdem, dass wir in Österreich da sehr gut aufgestellt sind. Ich finde schon, dass die Regierung das sehr gut gemacht hat, halt mehr an die ganzen Sachen, weil ja, ich glaube schon, dass da bald einmal eine Tendenz zu erkennen ist, dass es besser wird. Bist du ein politisch interessierter Mensch? Wie genau verfolgst du die Nachrichten dieser Tage? So viel wie noch nie, ja. Sonst muss ich ehrlich zugeben, nicht so interessiert, bin jetzt nicht der große Nachrichtenschauer. Aber so wie jetzt in den letzten 2-3 Wochen, also so oft habe ich noch nie Salzburg heute oder Zip geschaut. Also das ist jetzt schon mal Ausnahmezustand, weil es mich interessiert und man sich doch daran halten will, muss. Und von dem her interessiert es mich im Moment schon sehr. Normalerweise wäre dann, glaube ich, so mit Mitte oder Ende Mai in einem normalen Jahr unter Anführungszeichen für dich wieder Materialtest angesagt. Hast du Hoffnung, dass das unter normalen Bedingungen durchgeführt werden kann oder muss man auch das vorerst einmal auf Eis legen? Boah, wenn ich so schon höre, dass so die Spitze doch erst vielleicht Ende April, Mitte Mai kommt, dann kann ich mir das gar nicht vorstellen. Auch mit den Grenzen muss man schauen, wie sich das entwickelt, wie schnell die wieder aufgehen. Und ich glaube, solange da nicht das alles komplett abgeflacht ist, werden auch die Grenzen wahrscheinlich da nicht groß auftauen und können auch mir nicht wohin fahren. Trainieren oder irgendwo. Ich bin gespannt, wie das im Sommer abläuft, ob Sommer Grand Prix überhaupt stattfinden können, ob irgendwelche Trainingskurse möglich sind. Ja, das erste Wichtige für uns ist ja, dass in Rief das Sportzentrum wieder für uns dann zur Verfügung steht, dass wir da wieder trainieren können. Wir kriegen jetzt dann ab Montag einmal Heimtrainings zugeschickt wieder, dass wir körperlich uns wieder fit, dass wir dann bereit sind, wenn es wieder losgeht. Und ja, das ist jetzt einmal so mein nächster Plan. Und ja, in erster Linie ist wichtig, dass wir alle wieder gesund sind, gesund werden und dass das wieder alles auf Vordermann kommt. Der Rest ist jetzt einmal nicht so wichtig. Und dann, wenn wir alle wieder mal in die Normalität zurückfinden, würde ja wieder eine durchaus ereignisreiche Zukunft auf dich warten. Unter anderem mit einem WM-Winter und dann in der folgenden Saison mit einem Olympia-Winter. Diese beiden Schlagworte machen was mit dir? Ja, ganz hart ein bisschen. Ich freue mich riesig drauf. Ich bin schwer motiviert. Es sind zwei sehr spannende Jahre. Die Skiflug-WM, ich habe jetzt schon mal gehört, dass es vielleicht die Skiflug-WM, was letztes Jahr abgesagt worden ist, im Dezember schon nachholen wollen. Das war ja ein mega Highlight. Zweimal im Planitzer Skifliegen, was Schönes gibt es nicht. Und von dem her, ja, eine WM in Oberstdorf, 4 Schanzen, dann ja wieder zweimal Olympia. Also zwei mega gute Jahre. Ja. Vielleicht ist das jetzt die Ruhe vor den Sturm bei uns. Hoffen wir es mal so, dass das alles wieder gut wird und dass wir uns dann trotzdem gescheit auf die nächstjährige, doch sehr ereignisreiche Saison gescheit vorbereiten können. Jetzt mag ich zum Abschluss noch einmal einen Superlativ aus der abgelaufenen Saison herauspicken. Stefan Kraft hat nämlich auch einen gewissen Andy Goldberger überflügelt, beziehungsweise dessen Siegmarke geknackt. Was bedeutet das denn für dich? Ja, ist schon eine Ehre. Ich glaube, jeder Österreicher kennt fast ein Gold. Ist einfach ein
eine Skisprung-Ikone. Ich weiß nicht, ich war immer noch geschaut, also war ein Grund oder der Gute, wieso ich Skispringen angefangen habe. Also das war da genauso halt, wie ich Skispringen angefangen schauen habe, war der Gute ganz ein großer, war der Star. Und auch der Morgi, der hat jetzt noch ein paar Weltcup-Siege mehr, wie was ich weiß, zwei oder drei. Das ist schon ein Wahnsinn, dass er da schon, ja, das rennt auch nicht so schnell immer vorbei an einem, man ist so in den Hamsterrad drin, immer zum Nächsten, zum Nächsten, zum Nächsten. Und da, darum ist jetzt einmal fein, dass es ein bisschen ruhiger ist, da kann man das alles einmal ein bisschen mehr aufsagen und genießen. Ich hoffe trotzdem, dass du auch den Morgi bald überflügelt hast, weil das würde nämlich bedeuten, dass wir bald wieder zur sportlichen Normalität zurückkehren. Das wünschen wir uns natürlich. Aber jetzt wünsche ich dir ruhige und erholsame Tage. Alles Liebe und lass deine Freundin schön grüßen und lass dir den Bärlauchaufstrich gut machen. Richtig, danke. Ciao. Alles Gute, ciao. So bleiben. Ebenfalls, danke.